What's up? Moonboon hier. Herzlich willkommen bei einem neuen Video der Im Visier-Reihe. Heute nehmen wir ins Visier Section 8 Prejudice. What the fuck, Moonboon? Was ist das wieder für ein Game? Ganz einfach, Section 8 Prejudice ist der Nachfolger von Section 8. What? Sagt euch natürlich nicht viel. Hat es mir auch nicht, bis ich es auf YouTube gesehen habe. Und ich war begeistert und habe gedacht, ich muss euch das Game unbedingt vorstellen. Section 8 Prejudice, ein Game aus dem Hause Timegate. Sagt euch Timegate was? Mir hat es nicht viel gesagt. Ich habe es nachgeschaut und ich war erstaunt, was Timegate schon für Spiele gemacht hat. Natürlich eben den Vorgänger Section 8, der weniger bekannt war. Sie haben momentan in Produktion Aliens, Colonial Marines, der Nachfolger zu der offiziellen Alien-Reihe. Also wenn ihr zum Beispiel Alien vs. Predator und so weiter gespielt habt, Hut ab, da kommt ein Nachfolger aus diesem Hause. Und sie haben die ganze 4-Reihe. Geht auf ihr Kerbholz. Moment, ich glaube nicht die ganze, aber 4... Oh Gott, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall 3 Teile der 4-Reihe. Also wenn ihr nicht wisst, was ihr meint, was ich meine. 4, F-E-A-R, das englische Wort für Angst. Steht für First Encounter Assault Recon, glaube ich. Dieses Horrorspiel mit diesem, mit Alma, mit diesem hässlichen kleinen Mädchen, das einem überall hin verfolgt, dieser Shooter. Okay, genug über andere Spiele geredet. Zurück zu Timegate, beziehungsweise Section 8 Prejudice. Section 8 Prejudice, wie bereits erwähnt, ein Multiplayer-Shooter. Wir gehen hier mal rein. Ihr seht gleich, es ist sehr schön aufgemacht. Es war ein Spiel ursprünglich für Xbox, deshalb auch hier die Verknüpfung mit Windows Live. Aber das soll uns nicht stören. Wir haben hier oben... jetzt bin ich durcheinander gekommen. 4 verschiedene Spielmodi. Einsatz, Eroberung, Schwarm und Scharmützel. Hört sich auf Deutsch alles ein bisschen komisch an. Es gibt einen Singleplayer mit einer Kampagne, die... Naja, wenn man auf Singleplayer steht in solchen Spielen... Kann man es gern spielen, aber das ist hauptsächlich ein Multiplayer-Spiel. Ähnlich wie bei Call of Duty. Es gibt den Singleplayer, aber Call of Duty, ganz ehrlich, man spielt ihn vielleicht ein, zwei Mal, aber dann sind doch alle Singleplayer-Kampagnen in Call of Duty gleich. Ganz im Ernst. Deshalb ein reines Multiplayer-Game eigentlich. Mit verschiedenen Modi, Eroberung. Man muss eben irgendwelche Stützpunkte einnehmen. 3 Stück oder so sind auf der Map oder 4. Man muss ja erobern und verteidigen. Wenn man es wieder mit World of Warcraft vergleichen will, was viele von euch ja gerne tun. Arati-Becken. Dann haben wir Swarm. Schwarm auf Deutsch. Kann man nicht mit World of Warcraft vergleichen. Man stellt sich mit einem Vierer-Team auch neben einen, weiß nicht, Stützpunkt und muss den verteidigen gegen anstürmenden Wellen aus Gegnern. Scharmützel. Scharmützel kann man vergleichen mit Strand der Uralten. Wo erst der Gegner einen Punkt angreifen muss und ein Team verteidigen und dann tauschen die Teams. Und so weiter und so fort. Ich glaube, Einsatz ist der Singleplayer. Gucken wir uns nicht wirklich an. Noch kurz hier zum Menü. Was mir aufgefallen ist, das Spiel ist ein PC-Port. Das heißt, es gab es erst für eine Konsole und es wurde dann auf den PC gebracht, weil es so erfolgreich war. Und wenn wir uns die Einstellungen angucken, dann sind die vollkommen in Ordnung für einen PC-Port. Man sieht, dass standardmäßig V-Sync ausgeschaltet ist und das finde ich hammergeil. Viele Leute denken, oh, ich aktiviere mal alle Optionen, die ich habe. Mein PC kann einiges, umso besser. Aber Leute, habt ihr mal V-Sync ausgemacht? Wisst ihr überhaupt, was V-Sync macht? Da unten steht, aktiviert BWH-Frequenzbegrenzung der Grafikkarte. Mindert Darstellungsfehler wegen geringer Bildwiederholungsrate. Okay. Merkt ihr das Wort Frequenzbegrenzung? Ja, hab das mal rausgemacht. Ich nehme hier auf mit 120 Frames per Second. Ich nehme auf, wenn ich Fraps ausschalte, habe ich über 700 Frames per Second in diesem Spiel. Oh ja, und dann sagt mir nochmal, dass auf dem PC irgendwas nicht flüssig läuft. 720 Frames, holy fuck, so viel hatte ich noch in keinem Spiel bisher. Es liegt natürlich auch daran, die Grafik-Engine von dem Spiel ein bisschen veraltet. Sie benutzen die Unreal Engine. Es gibt ein Push-to-Talk in-game. Ich habe es nicht ausprobiert, ich will es auch nicht machen. Ich denke, wenn man es wirklich professionell spielt, dann mit TeamSpeak oder Mumble oder Ventrilo oder irgendwelchen anderen Voice-Chat-Programmen. Ich will euch gerade hier kurz im Hintergrund noch zeigen, was es alles für Optionen gibt und so weiter und so fort. So wird gespielt, habe ich gerade gemacht.
ein super geiles Tutorial im Stil von, ich würde sagen, Call of Duty 2. Erst wird man ganz locker leicht an die Befehle rangeführt, man geht auf den Schießstand, muss einen Parcours überstehen und plötzlich kommt der Angriff, genau wie damals eben in Call of Duty 2. Und man muss zeigen, was man gelernt hat. Richtig geiles Tutorial. Extras, ja, nicht so wichtig, Erfolge und so Crap, da gebe ich einen Kack drauf. Es gibt DLCs zum Herunterladen, brauchen wir jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Neue Maps und so weiter. TimeGate, die Firma hat auch schon angekündigt, dass sie noch neue Modi, Spielmodi immer wieder in das Game integrieren wollen. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt einfach mal das Game an sich. Und zwar machen wir ein wie jetzt hieß, Eroberung? Ja, Eroberung. Ein Eroberungsspiel. Und zwar auf einem Server, den manche von euch vielleicht erkennen. Es ist der Server von Total Biscuit, thecynicalbrit.com. Auch ein großer YouTuber. Er hat sich sehr für das Spiel eingesetzt. Hat auch mit den Entwicklern ein Interview gemacht und so weiter auf seinem Channel. Wenn euch das interessiert, gebt einfach ein Total Biscuit, Section 8 Prejudice. Dann müsstet ihr das finden bei YouTube. Und er ist so begeistert von dem Spiel, er hat schon zwei Server allein hier am Laufen, weil er nicht will, dass dieses Spiel ausstirbt. Wir sehen, es ist nicht viel los auf anderen öffentlichen Servern, auf offiziellen, außer auf seinen beiden CynicalBrit.com Servern. Und naja, das nutzen wir jetzt mal aus, sobald es dann geht. Auf Electric B, was bedeutet das? Host one of the nächste Karte, Eden. Nur Schill. Karte Frostweiß. Kein Plan, was es bedeutet. Ich kenne die Karte Frostweiß nicht. Wir gehen einfach mal drauf. Und ich zeige euch, warum dieses Spiel wirklich, wirklich geil ist. Zwischendurch, bitte, wenn ihr das Video bewertet oder das Game in eurem Kopf bewertet, wie immer, achtet nicht jetzt auf meinen Skill. Ich spiele es zum zweiten oder dritten Mal. Bitte achtet wirklich nur, was das Spiel euch zu bieten hat. Ja, und das ist eine ganze Menge. Wir fangen an. So fängt jedes Spiel an. Ihr seht eine Map. Ihr seht, was abgeht. Ihr seht, dass wir im blauen Team sind. Oh, und ihr seht, dass es gerade erst angefangen hat, wenn ich das richtig sehe. Jawohl. Und ihr seht jetzt hier die Map. Und ihr könnt euren Einstiegspunkt selber wählen. Warte mal, Techniker? Will ich Techniker sein? Ich bin lieber meine Klasse, die ich mir vorher selber gebastelt habe. Das kann man auch machen. Man kann sich seine Klassen selber basteln. Sturmgewehr, man kann sich seine ganzen Bewaffnungen, Extras und so weiter, alles selber zusammenstellen. Und ich würde sagen, wir spawnen mal da unten. So. Das hier ist das Abwurfsystem von Section 8 Prejudice. So funktioniert jedes Spiel. So fängt jedes Spiel an. Wir müssen bremsen. Wenn man nicht bremst, ist man länger gestunt, wenn man auf dem Boden auftrifft. Ist zwar nicht allzu schlimm, aber wenn man mitten in Gegnern spawnt, dann sollte es verhindert werden. Oh. Sieht aus, als hätte ich... Habe ich hier Voice Chat aktiviert? Oh, Rofel. Kontrollpunkt wurde vom Feind gehackt. Naja, dann hören die jetzt eben alles, was ich sage. Ist mir auch egal. So, man kann hier sprinten. Sehr lange sprinten. Und man hat ein Jetpack. Und jeder von euch weiß, wie sehr ich Spiele mit Jetpack liebe. Ihr seht natürlich, Grafik veraltet. Woo! Hello, friend. Es gibt eine Zielerfassung. Okay, tot. Ich muss mich mal auf eine Sache konzentrieren. Es ist wirklich schwer zu spielen und gleichzeitig zu reden. Also... Es gibt ein Jetpack. Die Energie dafür seht ihr oben rechts nachher, wenn ich jetzt wieder eingestiegen bin. Ich spawn mal ganz dahin. Da kann uns nichts passieren. Das Jetpack hat nur sehr wenig Energie. Man kann nicht sehr hoch damit fliegen, aber es reicht, um einen Kampf interessant zu machen. Und man kann auch sich als Sniper dementsprechend Vorteile verschaffen, indem man auf so ein Gebäude fliegt. Ich zeige es euch. Oben rechts Energie verschwindet, ist weg. Ich bin so hoch, wie das Gebäude war ungefähr. Dann gibt es noch, weil die Maps ja auch ziemlich groß sind, den Super Sprint. Man hält einfach die Sprinten-Taste gedrückt und nach 3 oder 4 Sekunden, bam, geht's hier ab. Wie bei Schmitz Katz und da Schmitz Sofa bei Harry Hempel. Ich
weiß nicht genau, was ich jetzt da alles zusammengemixt habe, aber egal. Okay, dann seht ihr auf dem Interface oben links natürlich die Abschlussliste. In der Mitte seht ihr die Punkte und welche Kontrollpunkte welchem Team gehören. Ihr seht, das Kontrollpunkt 1 wird angegriffen. Das müsste... Wo ist Kontrollpunkt 1? Oh. Oh Gott, mache ich viel Schaden an ihm. Das ist ein Granatfuzzi. Ich hab noch von irgendwo anders beschossen. Das ist nicht gut. Oh, fuck. Neuer Rekordschaden, 242. Oh, die haben den gecaptured hier. Okay. Wir steigen wieder ein. Man muss aufpassen, man kann nicht direkt auf feindliche Kommandoposten sich abwerfen. Das heißt, man kann es schon, aber... coole Landung. Hier, voll auf dem Felsen. Wie Simba, ein König der Löwen. Der ewige Kreis. Nein. Man kann sich schon direkt auf feindlichen Kontrollposten abwerfen. Aber sobald so ein Ding erobert ist, haben die Anti-Air. Das heißt, du wirst... Ihr werdet direkt in der Luft noch abgeknallt. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. What? Was bist du? Erwerb möglich? Okay. Muss ich euch auch noch zeigen. Oh Gott, dieses Spiel komplex. Wahnsinn. Ich gehe mal kurz irgendwo hier in Deckung. Also, man kann, wenn man genug Geld gesammelt hat, Geld seht ihr links unten, Dollars, neben meiner Minimap. Kann man in Erwerb gehen und kann sich Sachen kaufen. Wie zum Beispiel hier. Was ist das? Ich sehe es nicht. Gültige Platzierung, mobile Einheit. Wo steht's denn, was es ist? Da, da steht's. Nein, da steht's nicht. Gott, wäre ich jetzt schneller beschossen? Schilde offline. Fuck! Auf jeden Fall kann man richtig, richtig geil nachher Panzer fahren. Oder man kann sich in so einen Mech reinsetzen. Kennt ihr Mech Warrior? Solche großen Kampfroboter. Kann man sich in so ein Riesending reinsetzen. Der ist dann ganz langsam und schwer. Hat aber eine ewig geile Panzerung und eine Minigun. Und dann kann man da hinstehen und alles niedermetzeln, was es gibt. Man kann selber Geschütztürme aufstellen. Man kann Sachen reparieren. Also Geschütze von Freunden, Panzer von Freunden und so weiter. Es ist wirklich, wirklich ein sehr komplexes Spiel. Man steigt natürlich auch Level auf mit der Zeit. Ich weiß zwar jetzt nicht genau, was es bringt, weil ich glaube ich noch nicht aufgestiegen bin irgendwann mal. Aber es wird seine Vorteile haben. Vielleicht kann es ja irgendjemand von euch beantworten. Ich denke, ich bin nicht der Erste, der euch dieses Spiel jetzt zeigt. Vielleicht weiß ja einer Bescheid von euch. Der kann es gerne in die Kommentare schreiben. Was habe ich eigentlich noch für eine Waffe? Boah, holy shit! Und ich laufe hier mit dem billig Standardgewehr rum. Da unten ist der Pferde. In your face! Oh, das war nicht meiner, ne? Oh doch, Moonboons World. Yes, abgecheckt. Was da? Komm mal. Wo ist denn der Kontrollpunkt? Ist das rot? Das gefällt mir gar nicht. Schau hier unten. So, das kann man jetzt theoretisch hacken, wenn man nicht unter Beschuss stehen würde. Oh, fuck! Fucking hell! Shit! Okay. Habe ich euch das mit der Zielerfassung schon erklärt? Ich weiß es nicht mehr. Oh, da geht's ab. Dann nochmal da hinten. Zielerfassung, man kann einen Gegner ins Visier nehmen und Steuerung drücken, STAG, und hat den Gegner dann automatisch im Target. Man muss nur noch ballern, man muss nicht mehr zielen. Dieses, weil es ein bisschen arg imbar ist, ist es aber, reglementiert, und zwar hat es einen Cooldown. Ich weiß nicht von wie lang. Das muss ich halt immer wieder aufladen, bevor man es dann wieder benutzen kann. Oh, jetzt war ich gerade im Sprint. Das war vielleicht gar nicht so schlecht. Komm schon, Sprint. Ihr seht oben rechts wieder die Sprintenergie. Die hält um einiges länger. Also man kann hier wirklich richtig geil rumzischen über die ganze Map. Und natürlich in Kombination mit einem Jetpack. Fuck yeah. Sich direkt hier ins feindliche Geschütz katapultieren. Und hacken, hacken. Nein! Gott, was haben die für Waffen? Die natzen mich einfach so weg, die Freaks! Wir können uns jetzt gleich mal, falls wir gleich wieder sterben, ich denke, es wird passieren, können wir uns auch mal in so einen feindlichen Kontrollposten
abschießen lassen. Und dann gucken, was passiert. Ich finde, es mit dem Abschießen ist eine richtig geile Mechanik. Man hat was zu gucken, man hat was zu planen, wo man sich absetzt, wenn man tot ist. Und man hat nicht einfach einen Respawn-Timer. Wiederbelebung in 5, 4, 3, 2, 1. Man hat was zu tun. Man muss gucken, wo ist es am strategisch cleversten. Wo gehe ich jetzt hin? Und während man... Ich finde auch der Flug, das sieht geil aus. Also... Leck, du Bastard. Ja, da komme ich mit der Schrotflinte natürlich nicht ran. Oh oh. Ist eigentlich Fallschaden in diesem Spiel? Nein! Nein! Granate! Nein! Fuck! Gott, ich bin meinem Team bestimmt voll die Riesenhilfe gerade. Ah, ich fail ja immer. Er kennt mich ja. Moon Boons Fail World. Und wie ich fail? Ich wollte mich doch in den Kontrollposten reinfliegen lassen. Verkackt. Oh, da ist ein Gegner. Fuck, jetzt bin ich gestunt. Nein! Wo ist er? Ich glaube nicht mal, dass er das war. Das war. Schilde offline. Yes, du Bastard! Renn in der Hölle! Habe ich hier Tabs? Ja. Sehe ich hier, wie viel ich getötet habe? Nee. Doch, Kills 2, Tode 6. Gute Arbeit, Moon Moons World. Du bist mein Held. Eindeutig eine Bereicherung fürs Team. Ist der Sniper noch hier? Ja, schon geschützt. Oh fuck. Okay, Bro. Lenk sie ab, Bro. Das ist meine Granate. Was ist das? Was ist das? Was habe ich geworfen? Oh, es gehört uns. Hat er es übernommen? Kontrollpunkt wurde vom Feind gehackt. Okay, also jetzt landen wir mal hier in ihrem Kontroll-Dings. Ich wette, wir werden sofort sterben. Im Flug. Das Fadenkreuz wurde auch gelb. Ja, tot. Okay, also, das passiert. Deshalb immer aufpassen, wo ihr spawnt. Es kann sein, ist ganz, ganz gefährlich, ist mir auch schon passiert, dass ihr in eine eurer Basen fliegt und auf einmal wird die gehackt während dem Flug und dann seid ihr auch tot. Kann passieren. Muss aber nicht. The Bloody Wolf 9 hat Flakgeschützen. Ja, das ist schon Flakgeschützen. Jetzt bremsen wir mal jetzt schon. Fliegen wir ganz langsam und sanft zu Boden. Und sind überhaupt nicht gestunt. Nice. Achtung, Teams unausgeglichen. Hoffentlich zu meinem Vorteil. Ich erschrecke immer. Ich bin so ein Noob. Ich denke immer, what the fuck geht jetzt ab? Und dann lasse ich die Sprinttaste los. Oh, Raffel. Komm schon, Bastard, komm schon. Zielerfassung. You're mine. Erwerb möglich. Jetzt können wir dann nochmal angucken, was wir uns kaufen können. Geht's hier hin? Hallo. Secrets? Any Secrets? Warum ist der Boden rot? Steht hier unter Beschuss? Nein. Wo bin ich? Oh Gott. Also wie gesagt, es benutzt die Unreal Engine. War zumindest in den ihr wisst ja am Anfang, wenn die ganzen Werbelogos von den Firmen und von Nvidia und TimeGate und so weiter kommen, war da powered by Unreal Engine. Ah, du bist geschützt. Du bist cool, hä? Du bist geschützt. Geschützt in your face. Oh, das war's, Messer. Was bist du? Geh zünden. Oh, what? Schilde offline. Oh, was hat der für eine Waffe? Ich will die auch. Der hat auch schon irgendwelche komischen Zeichen neben seinem Namen, also... Ob das mit rechten Dingen zugeht? Bestimmt voll der Boss. Like a boss. Kann ich jetzt schon Sachen kaufen? Nee, kann ich nicht. Wäre auch ein bisschen imbar. Wow. War da gerade ein rotes etwas? Was soll ich das hier für ein Sch... What? Der Baller sitzt schon wieder auf mir rum. Für Hurtenhuren. Ja, wieder mal die falsche Waffe für die falsche Situation. Waffel.
Ja. Ich spawne jetzt ganz da hinten. Ganz hinten. Und dann gucken wir mal, was wir uns kaufen können. Für 100 Dollar, da gibt es bestimmt was. Eliminierungsmission gestartet. Alle feindlichen Ziele eliminieren. Feindliches Ziel eliminiert. Zack. So, was kann ich mir jetzt hier kaufen? Oh, nein! Oh. What the fuck? Ich bin am Arsch der Welt und alles explodiert schon wieder um mich rum. Kontrollpunkt entschärft. Was geht hier ab? Was ist das? What? Warum ist hier mein ganzes Team? Ziel eliminiert. Okay. So, was... Was ist das? Mobile Einheit. Ach, Nachschubdepot. Sensormatrix, Minigun-Geschütz, Raketengeschütz, Flakgeschütz, Hoverbike, Angriffsmech, Okay, ich glaube, wir wissen alle, was ich kaufen will. So, und der wird jetzt geliefert. Hier ist jetzt das Hologramm. Das war jetzt vielleicht nicht so clever, den hier zu herzuordern, weil wir sind ja am Arsch der Welt. Wir müssen 3000 Meter laufen, aber warten wir es ab. Da kommt er. Hallo, mein Mac. Bäm. Geld wie hol. Boah, der ist gar nicht so langsam, wie ich gedacht habe. Kann der sprinten? Kannst du sprinten, mein Mac? Nee, kann er nicht. Zoom hat er? Oh. Na los, ich will einen Gegner. Komm her. Feindlichen Mac entdeckt. Durchhalten, Leute. Wir haben fast gewonnen. Feindliches Ziel eliminiert. In your face. Oh. That's what I'm talking about, bitch. Oh, Raketenwerfer, Mann. Feindlicher Mac. Was ist los? Bin ich heiß gelaufen? Kann ich mir schießen? Ich kann wieder schießen. Oh nein, hinter mir. Und vor mir. Überall. Ich brenne. Ja, zweiter down. Wer schießt noch auf mich? Ich habe ja noch ewig viel Schild. Und Leben. Lol, ist das easy. Ich glaube, ich gehe jetzt immer rein. Fail, bis ich 100 Dollar habe. Oh, mit denen geht keine Zielerfassung. Fuck. Start vom Herrn. Oh Gott, der hat mir jetzt aber gegeben. Was hat der für eine Waffe gehabt? Das Schild lädt sich auch wieder auf, wie ihr seht. Kontrollpunkt erobert. Toll, da ging es nicht auf meinen Konto, oder was? Ah, fuck, so hoch kann ich nicht mal zielen, wie der fliegt. Das ist ja Blödsinn. Ey. Komm her! Au! Oh, nice! 100 Dollar für nichts. Egal. Oh nein, die nehmen unseren Punkt ein. Schnell! Schnell! Feind hat VIP-Mission gestartet. Alle Einheiten zu seiner Position und angreifen. Ihr habt's gehört. Kontrollpunkt entschärft. Was geht hier ab? Alles safe. Ich habe schon wieder 46 Dollar. Kann ich hier ein Geschütz hinstellen? Nachschub, Sensor, Minigun-Geschütz. So, da. Infanterieabwehrgeschütz kommt rein. Okay. Mobile Einheit gestartet. Nicht schlecht, nicht schlecht. Jetzt haben wir noch 6 Dollar. Dafür kriegen wir nichts. Steht auch irgendwas. Oh, 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 what? Mobile Einheit ausgeliefert. Feindlicher General wurde gesichert. Manchmal, ich gebe es zu, bin ich ein bisschen verwirrt, was hier so abgeht. Aber nur manchmal. Manchmal, aber nur manchmal, ist Moonboon ein kleines bisschen verwirrt. Manchmal, aber nur manchmal, weiß Moonboon nicht, woher er beschossen wird. Ah, in your face! Was machst du jetzt? Ja, was machst du jetzt, hä? Passt da, ne? In your face! Boah, der hat Nahkampf, das wusste ich nicht! Boah, geil! Zerstört. Mitten rein. Section 8! Project this! Und, hat schon jemand Lust auf das Game? Oh ja. Yeah. Es gibt es momentan für... Oh, jetzt habe ich nicht gebremst. Ich nehme es. Für 13 Euro auf Steam. Oh, fertig! Fertig. Wer hat gewonnen? Habe ich gewonnen? Ich glaube, ich habe gewonnen.
Moonboons World. Geh mal weg hier. Ich will das lesen. 1000 Sachen freigeschaltet. 5 Kills, 12 Tode. Nicht mal so schlecht. Ich war, glaube ich, schon schlechter in anderen Spielen, die ich hier im Visier gezockt habe. Ah, nächste Map, Eden. Kann ich euch vielleicht auch noch zeigen. Gerade kurz die Map. Ich denke ja, wir werden hier automatisch weiter verbunden. Oder? Oder? Oder nicht? Muss man hier verlassen? Und wieder rauf? Naja, ist auch egal. Also. Aktuelles Spiel verlassen. Okay. Das war's. Ihr habt das Gameplay gesehen. Server brauchen wir keinen mehr suchen. Es gibt eben noch die anderen Modi, wie gesagt, und den Singleplayer. Aber es ist wirklich, wirklich ein geiles Game. Gerade dadurch, dass es gibt eben diese verschiedenen Klassen. Wo kann ich denn die angucken? Hier? Bewaffnung? Ja, genau. Hier sind wir richtig. Es gibt hier eben diese Standardklassen. Techniker, Angriff, Recon, Beschützer und so weiter. Artillerie. Und das hier, die 1, die habe ich mir selber gemacht. Das war auch mal irgendeine Klasse, aber ich habe die total verändert und habe sie einfach 1 genannt. Weil, ich meine, klar, besser als 2, ne? Und habe mir das so zusammengestellt. Man kann jetzt hier zum Beispiel Sturmgewehr und dann gibt es hier die ganzen Sachen, alle schönen Sachen, die man will. Kann man sich alles gleich von Anfang an aussuchen. Schrotgewehr und so weiter. Man kann, es gibt sogar sowas wie einen Skillbaum, pass mal auf. Upgrades nennt sich das hier. Man hat 10 Punkte, die man verteilen kann in spezielle Fähigkeiten. Wie zum Beispiel Reparaturfeld. Ihr seht unten, was es bringt am Bildschirmrand. Oder die Wolframbeschichtung. Dann wird man... Nee, man teilt mehr Kugelschaden aus. Es gibt auch irgendeins für... Das ist wie so ein Tank-Ding, damit man mehr einstecken kann halt und solche Sachen. Da Schildkapazität, Schildgenerator. Da kann man jede Menge Zeug reinhauen. Also man kann seinen Charakter wirklich ein bisschen individualisieren. Hier in dem Mehrspieler-Shooter und das finde ich schon mal geil. Man kann sich seine Waffen auswählen, seine eigene Klasse erstellen. Man kann Ingame-Sachen kaufen, reparieren. Man kann von oben auf ein Spielfeld runterbrettern und landen. Ich meine, fuck! Wer will das nicht? Fuck! Ist das geil! Ich will gerade nochmal ein Game machen und euch zeigen, aber das Video wird zu lang. Okay. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, wenn ihr es euch kaufen wollt, 12,99 € auf Steam. Und ja, bewertet bitte dieses Video. Bewertet nicht meinen Skill. Ihr kennt mich ja. Oh. Vielen Dank fürs Reinschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei einem Video der Im-Visier-Reihe. Ich bin Moonboon und ich bin raus. Ciao, ciao.